Hallo Leute, herzlich willkommen bei Trackpoint. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht hier weiter mit der Star Trek offiziellen Raumschiffsammlung. Und zwar mit der Ausgabe 113, wie ihr sehen könnt. Ein Schiff aus dem Delta-Quadranten, und zwar die Lockrim, die wir in Star Trek Voyager sehen konnten. Grundsätzlich, die Lockrim sind ein bisschen antiphotonische Lebensform eingestellt. Das heißt, sie führen mehr oder weniger mit ihnen einen Konflikt. Und ihr kennt ja Star Trek, was eben Star Trek besonders macht, ist einfach, man versucht eben im übertragenen Sinne auch darauf einzugehen, dass bestimmte Volksgruppen gegenüber anderen Vorurteile haben. Und hier in diesem Fall, hier hat man photonische Lebensformen genommen. Das ist eben, was ich bei Star Trek immer gut finde. Man hat immer Bezug auf abgewandelte Formen innerhalb des Star Trek-Universums auf die Realität. Und hier auf jeden Fall ein sehr interessantes Schiff. Lockrim Kriegsschiff, Typ Kriegsschiff im Einsatz 24. Jahrhundert. Antrieb Warp, Länge 180 Meter. Ein relativ mittelgroßes Schiff, sag ich mal. Hier Spezifikation. Zugehörigkeit Lockrim. Typ Kriegsschiff. Einsatzzeitraum 24. Jahrhundert. Einsatzgebiet Delta Quadrant. Länge 180 Meter geschätzt. Antrieb Warp. Bewaffnung Phasergeschütze und photonischer Disruptor. Was das genau ist, kann ich euch leider auch nicht sagen. Photonischer Disruptor. Also einen Disruptor kennt man ja auch von den Klingonen zum Beispiel. Aber photonischer, es gibt auch wenig, soweit ich weiß, darüber Informationen. Das ist eben ein bisschen das Problem, wenn man manchmal nicht Hintergrundgeschichte kennt oder sich die Autoren das leider nicht ausgedacht haben. Das Lockrim-Kriegsschiff. Die Kriegsschiffe setzt man ein, um Schiffe im Raum der Lockrim auf photonische Lebensformen zu untersuchen. Und das sind hier die Lockrim zum Beispiel. Wie gesagt, eine relativ feindselige Lebensform. Und auch die Voyager-Crew wurde jetzt nicht so freundlich empfangen, sage ich mal. Und ich muss sagen, kontrastreich ist es schon. Es agiert sehr gut mit dem Rot zusammen. Mit diesem kupferbraun, ockergelbmäßigen. Generell CGI, ich kann es ja immer nur betonen, sieht meistens zu 90% gut aus hier. Oh ja. Und irgendwie muss ich sagen, obwohl ich nicht Fan der Lockrim bin, ich mag die Episode. Wie sich der gute Doktor in Seven of Nine hinein transferiert, sage ich mal. Die Episode hat mir an sich Spaß gemacht. Denn unser guter Doktor hat ja die Möglichkeit, auch betrunken zu werden. Und auch hier zum ersten Mal nimmt unser Doktor richtig Geschmack wahr in dem Sinne. Es hat mir auf jeden Fall gefallen. Auch Performance von Seven of Nine war hier zum Teil gut. Also es gab einige bestimmte Takes, da habe ich gesagt, okay, das wirkt nicht ganz naturell, das ist mir ein bisschen zu simuliert, wenn man genau hinschaut. Aber trotzdem, schauspielerisch hat hier Jerry Ryan an sich recht gut das rübergebracht. Auch zum Beispiel, dass der Doktor Körpergeruch von Harry Kim wahrnimmt und sagt, was riecht denn hier so komisch? Da sagt der gute Harry, ja, es war ein stressiger Tag, ne? Also grundsätzlich, ich liebe ja sowieso die Seven- und Doctor-Episoden. Und das war auch mitunter eines meiner Lieblingsepisoden. Auch wenn ich jetzt nicht per se Fan von der Lockrim bin. Hier Datenstrom. Rannik war ein Kommandant des Lockrim-Patrouillenschiffes. Er brachte Seven of Nine, die immer noch vom Doktor kontrolliert wurde, zurück an Bord des Delta-Flyers und ließ sich von ihr die Replikatoren erklären, von denen er vermutete, sie könnten Biowaffen herstellen. Um Harmlosigkeit des Geräts zu beweisen, replizierte der Doktor in Sevens Körper, in Klammern, jede Menge Lebensmittel und Alkoholika. Da er mit letzteren keine Erfahrung hatte, konsumierte er viel zu viel Alkohol. Ja, wie gesagt, also ich bin kein Fan von diesem Spezies, sag ich mal. Ich kann nicht sagen, dass sie mir designmäßig super gefielen. Relativ simple Uniformen und so weiteres. Aber es war eine Episode, die von ihren Charme gelebt hat, sage ich mal. Und als Volk sind die Lockrim auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Ich würde sie jetzt nicht als Großmacht einstufen, aber trotzdem nicht zu unterschätzen, sage ich mal. Hier oben. Wie die meisten hochentwickelten großen Raumschiffe hatte auch das Schiff der Lockrim eine zentrale Kommandobrücke, von dem aus Brückenoffiziere alle wichtigen Funktionen des Schiffes steuern konnten. Auf dem Lockrim-Kriegsschiff befand sich die Brücke mittig auf der Oberseite des Rumpfs, etwas näher am Bug des Schiffes. Genau gesagt hier, in dem Bereich.
In diesem kompakten Raum waren alle wichtigen Kontrollen für die Waffen, die Verteidigungssysteme, die Triebwerke, die Navigation und die Kommunikation vereint. Auf der Brücke gab es zwei große Konsolen an den Seitenwänden, direkt hinter dem zentralen, erhöhten Sitz des Kommandanten. Der taktische Offizier hatte seine Kontrollkonsole direkt vor dem Kommandanten. Er stand an einer freistehenden Konsole vor dem Hauptbildschirm der Brücke. Anders als bei vielen anderen Raumschiffen war die Brücke eines Locrim-Schiffs nicht ständig bemannt und konnten in einem autonomen Modus betrieben werden. Ja, sieht man hier der Klassiker eigentlich. Datenstrom. Während er in Sevens Körper festsaß, entwickelte der Doktor eine Freundschaft mit Lieutenant Jarin, die auf ihrem Schiff die Rolle des medizinischen Offiziers übernommen hatte. Er half ihr, eine Behandlung für die Schäden zu entwickeln, die die virale Waffe der photonischen Lebensform verursachte. Diese Waffe griff den zerebralen Kortex an. Und das Opfer starb nach wenigen Tagen an Hirnversagen. Ja, und das war auch gleichzeitig so ein Art Ansatz, nur weil der Doktor später, als natürlich rauskam, dass der Doktor eine photonische Lebensform ist, in dem Sinne, in Anführungsstrichen, dass man eben was dagegen entwickelt hat. Und das ist eigentlich auch ein Denkansatz für die Locrim, dass vielleicht nicht alle so sind, wie ihre Feinde, sag ich mal. Ja, vertraute Schrift. Die Schrift der Locrim, die auf den Bildschirmen und Konsolen des Schiffs zu sehen war, war eine Variante auf das Schriftsystem der Ikonianer aus der TNG-Episode Die Ikonia-Sonden. Ja, man hat es ein bisschen wiederverwendet. Hier hinten die Konsolen, also im Prinzip die Schriftarten. Ich muss aber allerdings sagen, ich finde die Ikonia irgendwie cool. Schade, dass wir in offiziellem Star Trek nichts gesehen haben. Ja, in Star Trek Online und so weiter, das gibt's die. Aber Leute, das ist nicht Kanon. Also das hat Wert für Star Trek, für das offizielle Star Trek gleich null. Aber schade, ich hätte es gerne in Star Trek Kanon gesehen. Im offiziellen Star Trek. Rangabzeichen. Die Rangabzeichen der Locrim war ursprünglich für die Föderationsoffiziere des 19. Jahrhunderts entworfen worden. Sie waren in der Star Trek Voyager-Episode mit der USS Relativity zu sehen. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Photonische Gefahr. Die Locrim waren nicht die einzige Kultur im Delta-Quadranten, die photonische Lebensformen als Sklaven einsetzte. Die Sarosianer zum Beispiel benutzten isomorphische Projektoren für gefährliche und anstrengende Arbeiten. Oh ja, auch eine creepy Episode. Mit dem guten Doktor als Hauptprotagonist. Einer von ihnen, namens Dejaren, wurde instabil und tötete die Besatzung seines Schiffs. Oh Mann, der schreit schon nach Psycho. Ja, wie gesagt, die Episode mag ich an sich. Die vielen Leben eines Schiffsmodells. Und das ist der Klassiker. Typisch Star Trek natürlich, ne? Ein Modell wird entwickelt, leicht umgewandelt in anderen Modellen. Und trotzdem irgendwie finde ich das cool. Cooler als diese Überbudget, was man in den neueren Star Trek-Serien hat und wo man trotzdem keinen Charakter des Schiffes hat. Hier am Computer generierte Schiffsmodelle konnten sehr einfach neu eingefärbt und umgebaut werden, um ein anderes Schiff darzustellen. Und dieses Schiff hier sehen wir als umgebaute Form, umgedesignt als adretirianisches Patrouillenschiff, Baneth-Raumschiff. Da haben wir es im Hintergrund, Teilnehmer beim Weltraumrennen an der Ledosianischen Raumstation hier unten, Krios-Schlachtkreuzer, in Star Trek Enterprise übrigens, aber auch hier wirklich stark umdesignt. Also man kann das jetzt, sag ich mal, im Groben schon erkennen. Hier der Bereich ist hier anders. Die Farben sind natürlich anders umdesignt. Hier im Blaulicht, Grau. Hier diese Muster sind natürlich hier abgebaut worden. Man nutzt ein Schiff, das identisch ist, aber trotzdem doch anders ist. Und ich glaube, keiner von euch hätte das gemerkt, wenn die Person erstmal die Voyager-Episode schaut und dann später die Enterprise-Episode schaut. Und das fasziniert mich so an Star Trek und an die Macher, die dahinter waren. Hier als Piratenschiff noch. Das Interview mit Robert Picardo. Ich muss sagen, wirklich einer meiner Lieblingsschauspieler.
Und er kann sogar ein bisschen Deutsch. Hier spricht Ihr Arzt. Ich freue mich sehr, dass Sie mich kontaktiert haben. Wie Sie sehen, spreche ich ausgezeichnet Deutsch. Mein Programm ermöglicht es mir, 176 männlicher Sprachen und mehr als 4000 fremde Sprachen zu sprechen. Ich denke jedoch, dass es wichtig ist, dass Sie Ihr Englisch üben, damit ich in dieser Sprache fortfahren kann. Robert Picardo bemerkte bald das Potenzial der Figur des Doktors. Und der Doktor wurde zu einem der beliebtesten Figuren der Serie. Ja, für meinen Geschmack, in der ersten Staffel hat er ein bisschen zu kurz die Auftritte. Da fand ich ihn jetzt nicht wirklich so interessant. Aber ab der zweiten, dritten wurde er immer interessanter und interessanter. Und später hatten wir ja mit dem Doktor und Seven so eine Art Mentor-Schüler-Beziehung, was mir wirklich sehr gut gefiel. Und auch der Doktor. Für mich ist, ja, sag ich mal vorsichtig ausgedrückt, der Doktor ist für mich der Data von Star Trek Voyager. Der entwickelt sich auch mit der Zeit weiter, schließt Freundschaften. Und wenn man den ersten Episode-Doktor mit dem letzten Episode-Doktor vergleicht, genau wie Data, kann man eigentlich hier komplett von einer positiven Entwicklung sprechen. Und auch natürlich seine Gastauftritte fand ich super. Hier in Star Trek First Contact, das wäre das M-Hein Modell 1. Der echte Doktor, sein Vorbild war ja Dr. Louis Zimmerman, der in der Jupiter-Station arbeitete und Entwickler war. Später gab es noch ein M-Hein Modell 2, auch eine legendäre Episode mit der USS Prometheus. Und natürlich konnte der gute Roberts auch in Star Trek Deep Space Nine auftauchen. Er spielte dort Dr. Louis Zimmerman, der versuchte ein neues Modell zu kreieren und Dr. Julian Bashir als Vorbild nahm. Bis natürlich rauskam, dass er genetisch aufgewertet wurde. Aber das hat eben einen Vorteil, du kannst dein Gesicht für mehrere Charaktere nutzen. Sei es für den Doktor, sei es für Dr. Louis Zimmerman, den wir ja in Star Trek Deep Space Nine und auch zum Teil später in Star Trek Voyager in der späteren Staffeln sahen. Aber auch natürlich dementsprechend als der Doktor der Enterprise E. Und das hier meinte ich ja auch schon vorher. Also manchmal fand ich das witzig. Manchmal fand ich die Bewegung ein bisschen zu, ich sag mal, nicht perfekt. Ich kann es nicht in Worte ausdrücken. Aber an sich fand ich witzig. Und hier haben wir zum Beispiel die, wie heißt es nochmal, Danera? Danara? Genau. Danara Pell. Seine erste große Liebe. Und natürlich auch Dwight Schultz als der gute Barclay. Also grundsätzlich, wirklich, ich mag ihn. Und hier oben Wissenswertes. Megan Gallagher bekam die Rolle als Jaren, taktischer Offizier an Bord des Lockram-Schiffs, nachdem sie ihren Ehemann Jeff Yeager im Filmstudio besucht hatte. Jeff Yeager hatte in der Episode Fleisch und Blut den Charakter Aiden gespielt. Ironischerweise ein Hologramm. Megan Gallagher hatte auch zwei Auftritte in Deep Space Nine. In der Symbiont stellte sie Marell und in den kleinen grünen Männchen Faith Garland dar. Auch eine meiner Lieblingsepisode von Star Trek Deep Space Nine. In der vierten Staffel, glaube ich, war das. Kleine grüne Männchen. Ich feiere die Episode. Und sie war die Offizierin. Und hier, Megan Gallaghers Mann ist nicht die einzige Familienverbindung zu Star Trek. Ihre Schwägerin, Catherine Hicks, Bild unten, hatte im Kinofilm Star Trek 4 zurück in die Gegenwart die Meeresbiologin Gillian Taylor dargestellt. Interessant. Und hier unten, die Lockrim wurden in der Episode Fleisch und Blut erwähnt, obwohl diese Episode vor Körper und Seele gedreht wurde, also vor der Episode, die wir die Lockrim sahen. Es gab aber keinen Bruch der Kontinuität, weil die Episode Fleisch und Blut später ausgestrahlt wurde. Ja, aber wozu erwähnt man das überhaupt? Wenn doch gar kein Bestand da ist. Also, verstehe ich nicht. Diese Information hätte man verzichten können. Aber gut. Es gibt zwar keinen Kanonverstoß, keine Kontinuitätsprobleme, aber ich erwähne mal trotzdem. Also, muss man nicht verstehen, oder? Wahrscheinlich haben die nichts Interessantes gehabt, um zu schreiben. Aber dafür ist das hier interessant.
Und ich finde sogar das Schiff viel interessanter als diese Ausgabe hier. Ausgabe 114, Challenger-Klasse. Zu Deutsch Herausforderer-Klasse. Und hier haben wir das schöne Schiff der Lokrem. Und ich muss sagen, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich schwer an. Es fühlt sich von Haptik her nach Metall an. Und ist es auch großenteils. Hier die Seiten. Hier unten Plastik. Aber Hauptgerüst ist auf jeden Fall Metall. Und wir haben sogar was Besonderes hier. Normalerweise haben wir Aztec-Pattern eher bei Föderationsschiffen und bei außerirdischen Schiffen weniger. Aber Leute, das ist das, was ich vorhin meinte. Das Schiff ist trotzdem interessant, obwohl es nur irgendein 0815-Schiff im Hintergrund ist. Denn schaut euch mal an, wie viele Details da sind. Nicht nur einfach hingeklatscht, sondern schöne Details. Hier zum Beispiel Shuttle Hangar. Ist in dem vorderen Bereich, die Brücke ist weiter hier oben. Und Fenster sehr gut gelungen. Diese Mustern haben wir hier drin. Diese Relais, diese Leitungen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Also wirklich, fühlt sich haptisch sehr gut an. Ziemlich organisch ein bisschen. Aber gefällt mir wirklich sehr gut mit diesen Details. Hat sogar hier eine, ja, ein bisschen Ähnlichkeit mit einem Klingonenschiff hier im oberen Bereich. Aber Leute, es ist interessant. Also die Farbe ist eigentlich überhaupt nicht meins. Dieses Kupferbraun, Ockergelb, was auch immer. Aber es sieht trotzdem gut aus. Und auch für diese Details, Leute. Ach, ich liebe solche Details. Jedes dieser Striche. Ah, wartet mal kurz, ob ich das noch ein bisschen... Na, ja, perfekt. Wirklich. Sehr coole Detailverliebtheit. Hätte man gar nicht erwartet, ne? Von seinem irgendeinem uninteressanten, in Anführungsstrichen, Durchschnittsschiff. Das ist auch der Grund, warum ich einfach diese Sammlung liebe. Auf jeden Fall von oben. Von der Seite. Ziemlich flach im Profil. Hat was von einem Manta-Rochen. Sieht aber schon relativ aggressiv aus. Sehr fließende Linien. Hat sogar ein bisschen was von einem Xindi Aquarianer-Schiff. Jetzt von einer bestimmten Perspektive natürlich. Jetzt nicht von der Farbgebung her und so. Aber ja. Hier sogar hat es was von einem Dominion-Schiff. Aus dieser Perspektive gesehen. Von einem Jem'Hadar-Kreuzer würde ich sogar sagen. Aus hinterem Bereich. Auch hier ziemlich elegant. Sehr schön fließend. Und jetzt sind wir wieder vorne. Einziger Farbkontrast ist hier das Rote, was man hat. Und von unten, ich muss sagen, Detailreichtum geht hier weiter. Die Verarbeitung ist gut, die Abstände. Das besteht ja auch aus zwei Teilen. Und auch hier einziger Farbkontrast ist hier. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Aber hier das Antrieb, was wir haben, ist auch leicht anders farbig untermalt. Aber auch hier, Leute, Aztec-Pattern. Und es gefällt mir hier wirklich sehr, sehr gut. Auch die Zwischenräume. Wir haben auch nicht viele Schiffe mit Zwischenräumen, wo es durchgeht, sage ich mal. Ich meine, das Schiff überhaupt, was mir einfällt, natürlich ist der romulanische Warbird, was anbei. Einer meiner Lieblingsschiffe im Star Trek-Universum ist. Ja, es gefällt mir. Also, ich bin froh, dass man hier auch unten an Details nicht gespart hat. Gerade auch hier Ausbuchtungen, Relais. Oder Relais auf Deutsch. Und es ist ja öfters so, gerade wenn man CGI macht, dass man oben sich die Mühe gibt und unten hat man dementsprechend einfach nur, ja, meistens dieses Platte. Und wir haben hier tatsächlich Detailreichtum. Nee, gefällt mir wirklich
Sehr gut, fühlt sich sehr gut an. Wir haben hier Base Locrim Warship mit dem Schwerpunkt des Halters im hinteren Bereich. Und es ist sogar simpel gedacht. Arretiert? Ja, wenn ich es loslassen würde, würde sie rausfliegen. Aber wenn ich es so lasse, hält er sogar. Ist okay. Doch was kann ich zu der Ausgabe 113 sagen? Nun, ich bin an sich zufrieden. Es kann natürlich nicht eins zu eins verglichen werden, weil wir vor allem hier keine reellen Modelle haben in Natura, weil schon Voyager damals angefangen hat, meistens keine Modelle zu bauen. Und bestimmte Farbgebungen, klar, das von Inneren kommt an Beleuchtung, kann man hier nicht rüberbringen. Deswegen muss man hier ein bisschen nachsichtig sein. Aber an sich gefällt mir das. Und ich finde, es ist ja relativ akkurat. Die Zeitschrift gefällt mir, viele interessante Informationen, schöne CGI. Ich fand es auch gut, dass sie uns auch das gezeigt haben, dass es eben mehrere Schiffe dieses Typus gab. Oh, cool gegriffen, sofort die Seite gefunden. Stand ist okay, ein bisschen ja, wackelig natürlich, aber wenn es in der Vitrine rumsteht, es ist okay. Ich bin zufrieden und ich würde hier von 5 möglichen Punkten tatsächlich 4 geben. Warum ein bisschen Abzug? Nun, das hätte man ein bisschen besser rüberbringen können. Dieses Shuttle-Hangar-Bereich, wir haben hier dieses, wie soll ich sagen, dieses interessante Struktur, diese Plattenstruktur. Das hat man leider hier nicht rüberbringen können. Da muss man natürlich ein bisschen nachsichtig sein, aber es wäre möglich gewesen, in dieser Richtung zu machen. Da hätte man sich die Mühe machen können, zumal auch wirklich, man hat hier sich Mühe gegeben, einiges rüberzubringen, was auch gut gelungen ist. Dass hier das Rot im Antriebsbereich hier nicht rübergebracht wurde, konnte, ja, ist okay. Man hätte es auch leicht rot anmalen können, um anzudeuten, dass da was von innen glüht, sage ich mal. Und was mir noch ein bisschen auffällt, ist hier dieses rote Streifen hier, ist laut der CGI in dem Bereich. Hier ist die Brücke. Backbord, Steuerbord. Und hier ist die Backbord angebracht. Hier Modell ist die Steuerbord angebracht. Und das ist ein Fehler. Da weiß ich aber nicht genau, was richtig ist. Ich meine, das Modell müsste richtig sein. Ja, ist es. Hier haben wir das rote Strichlein. Also hier ist die CGI falsch. Aber gut, das sind jetzt keine großen Sachen. Hauptsache, das Modell ist akkurat. Das soll ja so screenakkurat wie möglich sein. Von mir aus kann er ein paar kleinere Maluses haben. Nee, deswegen aber auch eben, weil mir hier der Hangarbereich nicht ganz so gut gefallen hat, hätte man noch ein bisschen Details reinpacken können, wenn man schon das andere geschafft hat. Was ich ein bisschen schade finde. Deswegen gibt es einen kleinen Abzug. Aber ich finde das Modell solide und ich mag es. Und es ist ein Modell, was man jetzt nicht unbedingt vielleicht haben muss. Aber auch nice to have, sage ich mal. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Wie immer über ein positives Feedback würde ich mich freuen. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video dieser Reihe hier der Challenger-Klasse. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Lebt lang und erfolgreich.